Das ist einer der vier verheerenden Waldbrände, die diesen Sommer in Mijas bei Malaga ausbrachen. Vertriebene Nachbarn und sogar betroffene Häuser. Nach diesen Vorfällen verbündeten sich die Feuerwehrleute mit neuen Technologien zur Brandlöschung. Vale, 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 sí, ya le tengo cogido la ubicación. No se preocupe, no, esté tranquila, le vamos a mandar un vehículo hacia allá. Die Handy-App SOS Emergencias ermöglicht direkten Kontakt zur Feuerwehr über einen Anruf, wobei zur gleichen Zeit der exakte Standort des Anrufers mitgesendet wird. Cualquier ciudadano en cualquier sitio de nuestro término pueda realizar a través de móvil, bajándose una aplicación totalmente gratuita, lógicamente, una llamada y nos da su localización y podemos hablar con él. Eine Anwendung, die in ländlichen Gebieten sehr nützlich sein kann und wo eine Aussage über die genaue Lage oft schwierig ist. Deshalb können die Bewohner ihr Haus sogar für zukünftige Notfälle registrieren lassen. En todo momento, en qué punto te encuentras, dónde se encuentra la emergencia y sobre todo es muy útil para temas de incendio, porque mejora sobre todo el tiempo de respuesta. Nützlich für Einwohner und Rettungsdienste, denn die App berechnet auch den kürzesten Weg zum Notfallstandort. El vehículo consta de una tablet que automáticamente nosotros enviamos a este vehículo y puede navegar hasta el lugar exacto. Sobald der Anruf empfangen wurde, begibt sich die Mannschaft ins Fahrzeug, überprüft die Strecke und gelangt ohne große Verzögerungen zum Notfallort.